Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zu einem erneuten Video. In diesem Video spritzen wir 110 Quadratmeter Holzdecke, aber das mit Tempspray. Viel Spaß beim Video. So Leute, ich bin wieder auf einer meiner Baustellen und wie gerade schon erwähnt, 110 Quadratmeter Holzdecke lackieren. Witzigerweise, der Kunde hat das letzte Video gesehen, wo ich Holzdecke lackiert habe, hat mich daraufhin angerufen und sagte, Andi, komm vorbei, unsere Decken müssen auch weiß gemacht werden, denn so wie sie jetzt sind, mögen wir sie nicht leiden. Gesagt, getan, nun stehe ich hier. Und da das Lackieren immer mehr wird bei mir, ob es Decke ist oder auch Türen oder sonstige Lackierarbeiten, möchte ich gern meine Lackierarbeiten auf ein nächstes Level bringen. Und daher habe ich mir von der Firma Wagner Tempspray geholt. So, an meiner SF23 Plus vorne hängt ein kleines Reglergehäuse dran. Da steht noch oft drauf, weil wir noch nicht arbeiten. Wenn wir das Gerät einschalten, können wir dort die Temperatur einstellen, wie der Lack erhitzt werden soll, denn an dem Gerät bzw. an dem Reglergehäuse ist ein Heizschlauch dran, wo der Lack drin erhitzt wird, was folgende Vorteile hat. Zum einen haben wir immer dieselbe Viskosität, sprich wir müssen uns das nicht hinverdünnen. Jetzt zum Beispiel, heute Nacht hatten wir 7 Grad draußen, der Lack stand im Auto und somit ist er natürlich dickflüssiger, als wenn wir jetzt im Hochsommer bei 25 Grad den Lack aus dem Auto holen würden. Das kann uns aber egal sein, denn der Schlauch sorgt dafür, dass wir immer dieselbe Viskosität haben. So, des Weiteren können wir auch den Druck reduzieren. Normalerweise spritzt sie mit 110 oder 120 Bar so ungefähr. Ich will auf jeden Fall versuchen, unter 100 Bar zu spritzen. Ich werde versuchen, auf 80 Bar zu gehen. Mal sehen, ob das funktioniert. Das hat natürlich wieder weitere Vorteile, wie zum Beispiel der Verschleiß der Maschine ist nicht mehr so hoch, wir müssen nicht mehr so viel abkleben, weil wir nicht mehr so viel Overspray haben und natürlich der Materialverbrauch, weil wir nicht so viel Overspray haben, spart natürlich auch ein. So, 110 Quadratmeter Decke, die müssen natürlich erstmal vorgearbeitet werden, das haben wir schon getan, wir haben sie vernünftig abgeschliffen. Die Balken sind kein KVH, sprich normalerweise waren die Balken, die ich bis jetzt lackiert habe, immer KVH, also gehobelt und schön geschliffen. Das sind die nicht, das ist Rauschsparen. Dadurch haben die natürlich eine Oberfläche, die um einiges rauer ist, als wenn es ein KVH-Holz wäre. Das heißt für uns, die Balken bekommen eine extra Behandlung. Die spritze ich nicht nur, sondern da gehe ich das erste Mal mit der Rolle rauf und einem Pinsel, damit ich auch wirklich alles treffe vom Balken, weil die Unebenheiten, die in den Balken sind, habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich mit dem Airless-Gerät nicht alles mitbekomme, weil die Balken auch schwarz sind. Und daher werden wir die zuvor einmal erstmal mit der Rolle und dem Pinsel vorarbeiten. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, wer meine Videos kennt, weiß, womit ich meine Decken weiß bekomme. Und zwar, wie immer, der gute Holz-, Isolier- und Deckfarbe von der Firma Jäger 319 Kronen. Ihr wisst ganz genau, 3 in 1, sprich die Grundierung, die Isolierung und der Deckanstrich. Dadurch sparen wir uns einen Haufen Zeit und das Ganze wasserbasierend. Nach 4 Stunden können wir wieder überarbeiten den Lack und daher immer wieder der Griff zu der Firma Jäger und zu nichts anderem. Und ich sage es immer wieder, weil ich das immer wieder gefragt werde, der Lack ist auch für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet. So, da wir die ganzen Decken jetzt zum Glück schon vorgearbeitet haben, müssen wir heute noch die Balken einmal weiß vorstreichen und das mit Rolle und Pinsel, wie gerade schon erwähnt, damit wir morgen das erste Mal spritzen können. Wir haben es jetzt 13 Uhr, daher müssen wir einen Schlag reinhauen, weil einige Balken sind da schon. So Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wir haben es gestern nicht mehr geschafft, die Balken fertig zu bekommen. Ist aber nicht ganz so wild, das waren nur noch ein paar über. Die haben wir heute Morgen gleich gestrichen, denn das Gute ist ja bei dem Lack, nach 4 Stunden können wir den wieder überarbeiten. Die 4 Stunden sind schon länger um. In der Zeit haben wir nämlich die ganze Bude hier abgeklebt mit 50er Folie, einfach runterhängen und ein bisschen fixieren. Jetzt müssen wir noch oben einmal bzw. beim Kreppband versiegeln, damit wir auch eine schöne scharfe Farbkante haben. Das müssen wir nur noch machen, dann können wir endlich anfangen zu spritzen. Wir werden versuchen, die Decke natürlich mit zweimal perfekt hinzubekommen. Optional hätten wir noch einen Tag länger, um das nochmal ein drittes Mal zu spritzen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es mit zweimal hinbekommen, weil wenn man jetzt schon sieht, der Lack deckt natürlich hervorragend. Also die Balken waren vorher schwarz, jetzt sieht schon weiß aus. Das ist schon mega krass. Daher glaube ich, dass wir es mit zweimal auf jeden Fall hinbekommen werden. Zu dem Tempspray, ich habe jetzt auf 39 Grad eingestellt. Höher werde ich da nicht gehen. Eine Düse, seht ihr im Hintergrund, habe ich mich so ein bisschen ausprobiert hier.
Da werde ich jetzt eine 412er nehmen und Druck bin ich jetzt bei, muss ich lügen, so 90 bis 100 Bar. Aber das werde ich gleich noch ein bisschen angleichen und noch mal ein bisschen anpassen, bevor wir dann anfangen zu spritzen. Neuer Tag, neues Glück. Ich kann mich leider nicht von der Baustelle aus melden, weil die Klempner den ganzen Tag so einen extremen Lärm gemacht. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch einfach mal eine kurze Kostprobe davon. Ja, und so ging das den ganzen Tag. Daher melde ich mich von zu Hause aus. Ich wollte euch auch einfach nur mal kurz zeigen, wie gelb die Decken geworden sind. Das ist aber ganz normal, die Holzinhaltsstoffe schlagen durch den Lack. Aber wenn wir jetzt nochmal drüber gehen, schlagen sie nicht durch, da der 319 Kronen von der Firma Jäger jetzt einfach die Holzinhaltsstoffe festhält und somit die nächste Beschichtung davon nicht mehr befallen wird und es richtig schön strahlend weiß wird. Aber wir fangen jetzt auch einfach an zu spritzen. Und dann seht ihr nachher gleich das Finish. Weil hier zu viel zu tun ist, ist auch begeistert, der Bauherr ist begeistert und ich natürlich auch. Wie immer, der Lack top. Ich wollte gerade drinnen den Schluss drehen, aber dann fangen die Klempner wieder an mit ihrem Bohrhammer da Krach zu machen. Da habe ich mich jetzt nach draußen verpieselt, weil ich wollte das auch nicht von zu Hause aus machen. Daher sind wir hier in der freien Natur und genießen die Sonne noch. Auf jeden Fall, Leute, die Baustelle ist fertig. Die Decken sind alle durchgespritzt. Wir haben auch schon fleißig aufgeräumt und müssen nur noch ein paar Sachen ins Auto einladen und dann düsen wir hier ab. Was soll ich sagen? Die Decken sind alle top. Sogar der Tischler, der hier den Boden macht, sagt, das sieht sehr gut aus. Hier ist noch eine andere Malerfirma, die macht auch Arbeit in dem Haus, weil hier so viel zu tun ist. Die sagen auch, das sieht top aus. Also, und der Kunde sagt auch, das sieht top aus. Also wir sind alle zufrieden. Das ist das Allerwichtigste. Den Tempspray habe ich mir überlegt, ein separates Video nochmal zu machen. Allgemein von Airless und Tempspray. Also das Fazit von Tempspray und allgemein von Airless. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Und vielleicht auch schon mal jetzt Fragen in die Kommentare schreiben, die ich dann mit in das Video einbauen kann.
Ja Leute, was soll ich sonst noch sagen? Der Lack, wisst ihr selber, benutze ich in jedem Video, wo es um Deckenlackieren geht. Da hat Jäger einfach ein Top-Produkt auf den Markt gebracht. Ich verlinke euch, wie schon geschrieben, die Sachen alle mal unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse habt oder auch was lackieren müsst, könnt ihr das gerne mal abchecken. Und ansonsten wisst ihr auch, könnt ihr gerne mir ein Däumchen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Und auch kostenlos den Kanal abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr. Bis dahin. Ciao, Leute.